Hi, mein Name ist Katrin und ich freue mich, dass du auf meinem Kanal gefunden hast. Und zwar heute zu einer Sneak Peek von Diamond Art Lab. Sprich, wir dürfen uns heute ein Bild angucken, das morgen erscheint, am 18. November 2023 bei Diamond Art Lab Shop aus Amerika. Jeden Samstag werden neue Bilder released. Und ich darf euch heute eins vorab zeigen, um euch die Entscheidung ein bisschen leichter zu machen, ob du das haben möchtest oder nicht. Danke Diamond Art Lab dafür. Es ist wieder ein eckiges Kit, wie ihr seht. Und zwar schauen wir uns heute Astral Sabbat an von Ines Guerra. Jawohl. Die Lieblingskünstlerin der Nachbarin. Eckige Steinchen 55,8 x 92 cm. Shop aus Amerika, aber keine Angst, Versand ist ab 72 Euro im Moment, je nach Dollarkurs, mit drin. Und auch die Zölle werden schon übernommen, also da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Hier haben wir alle Tipps und Tricks, wie das so funktioniert, das Diamond Painten. Hier ist nochmal ein Rabattcode auf der Box, 10%. Bei Diamond Art Lab finden wir immer und überall Rabattcodes. Wenn du das allererste Mal bestellst, kannst du aber auch gerne meinen benutzen, Chaos 15, und damit direkt 15% deines Einkaufs sparen. Geht aber nur beim allerersten Einkauf und danach nimm alle anderen Rabattcodes, die hier so rumschwirren. Wir werden gleich ein paar davon sehen. Also hier haben wir unsere Leinwand, unsere Steinchen. Dann haben wir hier unser Toolkit und hier einen kleinen Aufkleber. Da sind nochmal alle Daten und Fakten drauf. Ich mache mir den hier draußen drauf, weil ich die so lager, dass ich das hier vorne sehen kann. Und dann habe ich zumindest einen kleinen Überblick über meinen Stash. Also, Toolkit haben wir wie immer alles drin, was wir so zum Diamond Painten benötigen. Und noch ein bisschen mehr. Wir haben einen Stift mit einem Halti und einem 4er und einem 7er Aufsatz. Das sind die schönen schmalen Aufsätze, die mag ich sehr. Dann haben wir natürlich ein Schiffchen mit einem kleinen Stopper hier vorne, damit die Steinchen nicht rauspurzeln. Wir haben ein Döschen, in dem zwei Stücke Wachs drin sind. Achtung, hier bitte die Folie runter machen, bevor du dein Stiftchen rein tunkst. Wir haben eine Pinzette, die ist sehr, sehr spitz. Und auch hier nur in eckigen Kits ist bei Diamond Art Lab eine Pinzette dabei. Wir haben einen Zipbeutel mit ganz vielen kleinen Zipbeutelchen drin. Und dann haben wir einen Coverminder. Ein kleines Osterhäschen in rosanes. Das ist ein Magnet, ne? Damit kann man die Folie beim Arbeiten zur Seite haben und es sieht auch noch süß aus. Und außerdem packt uns Diamond Art Lab immer noch Washi-Tape mit rein und das hier sind so Kirschblüten. Schon ready für den Frühling hier. Kann man zum Basteln nehmen oder beim Diamond Painten eben, um außen die Ränder abzukleben oder sich das Bild in Bereiche aufzuteilen. Hab dazu auch schon mal ein Video gemacht in meiner Tipps und Tricks Playlist. Guck da gerne mal rein. Hier jetzt das Herzstück. Mal Daumen hoch, wer es auch immer hier die Folie kaputt macht beim Aufmachen. Oh, diesmal nicht. Hey! Wir haben eine Diamond Art Lab hat eine Tarpaulin-Leinwand, die ist self-flattening und super kuschelig und gegossenen Kleber. So. Dup. Fangen wir direkt hier unten an. Hm? Wir haben Wellenränder und abgesteppt. Und hier alle Daten zum Kit, Diamond Art Lab. Astral Sabbat ist der Name des Bildes. Es ist 55,8 x 92 cm. Und Ines Guerrero ist die Künstlerin und hat Diamond Art Lab hier die Lizenz gegeben, dieses Bild als Diamond Painting zu produzieren und zu verkaufen. Das ist mir sehr wichtig. Das heißt nämlich, dass die Künstlerin dafür bezahlt wurde und wir weiterhin so tolle Artwork von Künstlern sehen dürfen. Da ist das Bild auch nochmal drauf und wenn wir schon mal hier unten sind, können wir auch gleich den Druck angucken. Fantastisch, ne? Und hier der Kleber. Außerdem haben wir hier unten die Social Media Accounts, da kannst du nachgucken, was morgen noch alles so erscheint. Siehst du, und hier ist schon wieder ein 10% Rabattcode drauf.
Und hier unten rechts steht nochmal alles über deine lebenslange Garantie auf Leimwand und Steinchen, solange du der Originalbesteller bist. Auch eine Obstgarantie gibt es. Das heißt, wenn dir Steinchen runterfallen, dein Kater, dein Kind oder du selber Farben runtergeschmissen hast und die sich gemischt haben und nicht mehr zu gebrauchen sind, weil Staub und Haare drin sind, dann kriegst du die von Diamond Art Club neu zugeschickt. Nicht alle, ne, aber so, wenn du so 2, 3, 4, 5 Farben, die runterfallen, dann wird auch dir da geholfen. Wird auch dir da geholfen. Tolles Deutsch. Wow. Irgendjemand, Schlangenphobie? Ja, wir sind hier im Bereich Dark Fantasy. Also ganz im Ernst, Diamond Art Club und das Gesichtswendering wird immer krasser. Wow. Intens. Intens. So. Hier oben haben wir Do What Makes You Sparkle. Und ich mache hier jetzt mal so ein bisschen Gegenarbeit. So. Und hier links oben als auch es ist ein bisschen länger. Rechts unten haben wir eine kleine Legende, aber gerade auch schon wieder bei der Länge des Bildes arbeite am besten mit den Symbolen auf deinem Behälterchen. Und dazu haben wir nämlich hier dieses Sticker-Sheet. Da kannst du dir hier die Aufkleber abmachen und einfach auf deine Behälterchen oder Tütchen packen und so painten, weil sonst bist du immer nur am Schieben, wenn du die Legende auf der Leinwand nur benutzt. Astralsabbat von Ines Guevas. Statt ein Enddatum kann man hier eintragen. Das ist wieder gerade ein Aufkleber. Ich benutze immer den hier für mein Journal, für mein Diamond Painting Büchlein. Und hier haben wir nochmal die Artwork. Wow! Intens. Vor allen Dingen hinten die Wolken. Ja, 55,8 mal 92 cm. Das ist schon lang. Und wir haben nur 29 Farben. Ist für so ein monochromes Bild auch irgendwie klar, ne? Und dann haben wir hier einen AB. Alles unter 150 ist bei Diamond Art Club ein Aurora Boreale Steinchen. Das ist hier die 139. Schauen wir uns gleich genauer an, auch was das ist. Mega. Richtig gut. Hier haben wir die Steinchen. Ja, wir sehen, bunt ist es nicht. Wer hätte das gedacht? Und hier haben wir unsere How to Diamond Paint sozusagen, auch da sind nochmal 10% drin. Und hier unsere Tipps und Tricks. Ne? VIP-Gruppe, super cool. Auf jeden Fall reingehen. Nach deiner ersten Bestellung kannst du da beitreten und ein Video, wie Diamond Painten funktioniert. Tipps und Tricks, wie gesagt, findest du auch auf meinem Kanal. Und mit meinem Rabattcode kannst du 15% für deine allererste Bestellung sparen. So, wir schauen uns jetzt aber erstmal das Bild ein bisschen an. Wir haben hier erstmal nochmal das Bild in seiner vollen Pracht. Es ist länglicher, dafür nicht so breit. Man kommt eigentlich ganz gut, denke ich, hier voran. Vor allen Dingen, weil wir natürlich Color Blocking haben. Color Blocking ist, wenn du viel von einer Farbe an einem Fleck hast. Aber Achtung, wir sehen es hier schon, es ist nicht alles, zum Beispiel hier ist nicht alles schwarz. Ne? Da haben wir 2 von diesen dunklen Farben und das mag ich eigentlich nicht so gerne. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen wieder. Hier ist ein Punkt und da ist dieses Strichpunkt, dieser Bauch, dieses Symbol. Und die sind sich sehr ähnlich, finde ich. Vor allem, wenn man so im Flow ist und gerade wenn hier alles so dunkel ist. Oh, das wird für mich anstrengend. Aber wir haben trotzdem eben viele Flächen, wo wir eine Farbe haben. Das nennt man dann Color Blocking, aber nicht zu viel. Wir kriegen eben echt viele Details. Und wenn wir über Details reden, dann reden wir eben auch über Konfetti, wie also hier zum Beispiel im Auge, ja, wo dann viele verschiedene Farben an einem kleinen Fleck sind und wir oft die Farbe im Schiffchen wechseln müssen. Damit kriegen wir natürlich mehr Details. Ja. Und hier aber zum Beispiel in den Haaren kann man auch gut mit dem Multiplaser arbeiten, weil du hier
ne, diese Linien hast. Ne? Da kannst du in Linien arbeiten, immer 5, 6 so am Stück nebeneinander, so multiplacen sozusagen. Und kommst damit auch, denke ich, relativ gut voran. Hintergrund muss wirklich aufgepasst werden, weil hier gerade die dunklen Töne ineinander übergehen. Hier geht's. Aber die zwei Symbole, es geht um den Kreis hier und dann geht es hier um dieses Symbol. Die Farben sind sehr nah aneinander, das ist nämlich schwarz und 3371 und die Symbole auch. Und da muss ich hier ein bisschen aufpassen. Das auch hier im Auge sind sie sehr nah aneinander. Da wünsche ich mir immer, wenn die Farben dann auch so nah aneinander sind und oft nebeneinander vorkommen, verschiedene, also sehr verschiedene Symbole. Das Gesichtsveränderung, können wir mal über das Gesichtsveränderung reden? Die Augen. Wow. Hier haben wir ein bisschen Farbe, ein bisschen Blut von dem Stern-Tattoo hier, dass ihr die Schlange da reingebissen hat. Ich weiß auch nicht so genau. Und ein bisschen barbusig sind wir auch. Astralsabbat. Inis Gewerbers, ne? Ist nicht jedem seine Sache, diese Dark Fantasy, aber die, die die Künstlerin kennen und auf dieser Artwork stehen, die werden dieses Bild hier lieben. Das Rendering ist jenseits von allem. So, dann schauen wir uns mal die Farben an. Wir haben die 3799, 1, 2, 3, 4, dann die 414, 2 mal, 3 mal, 413 haben wir sogar, ne? 1, 2, 3, 4, 5 mal. Die 823 haben wir 2 mal, 3 mal. Die 844 haben wir 2 mal, 3 mal, 4 mal. Und dann haben wir hier die 310. Das sind Harzsteinchen von Damit Art Club selbst in Haus produziert. Wir hatten gerade eine 310. Hier ist die zweite, dritte Tüte, vierte Tüte. 3371, und das ist nämlich, das ist genau die Farbe, wo wir es gerade mit den Symbolen hatten. Ne? Das ist dieses bauchige Symbol, also Strich mit dem Punkt, und das ist der Punkt. Und die sind natürlich auch sehr nah aneinander, also sehr dunkel. Davon haben wir 2, 3, 4. Dann haben wir hier die 451, dann haben wir ein bisschen heller hier. 317 haben wir dreimal. 939, das sehr dunkle Blau, haben wir zweimal. Die 3861, so ein bisschen Altrosé, haben wir dreimal. Dann haben wir 453. Die 452 ist auch so ein Altrosé, zweimal. Und die 822, das ist ein Beige. Und es kommen noch ein paar Farbtupfer. Die 168, die 169, die 336, die 3072, 3685 ist Bordeaux, 3802 auch, 3834 auch und 3015 auch. Das sind die Rottöne. 3857, die werden dann hier bei der Hand zum Einsatz kommen. Hier, das Blut. Und dann haben wir hier unseren AB, die 139. Grau. Schön eigentlich. Und da auch ganz wenige von. Also wir sind hier sparsam unterwegs, was das angeht. 779, 3860 und hier noch mal ein Braun und die 3740 ist nochmal so ein Bordeaux-Rot. Dann gucken wir uns doch jetzt an, ja, wo unser AB hinkommt, würde ich sagen. Ne? Der hier. Der ist jetzt schnell gefunden. Hier ist er. Unser AB, der ist nicht viel von da. Und er ist relativ schnell gefunden, nämlich hier in den Augen. Da jeweils zwei in der Pupille drin. Da. Und dann haben wir hier noch drei Haarsträhnen. Die drei hier. Die sind irgendwie beherbergen. Das war's. Und da muss ich sagen, ich hätte jetzt vermutet, ne, vom Bild her. Ich finde das jetzt nicht schlimm, man muss nicht immer so viel Sondersteinchen haben und sowas, aber ich hätte vermutet, dass hier diese Mondsichel, dass da nochmal irgendwas richtig reinknallt. Ich guck mal, was für eine Farbe das ist, die hier in der Mondsichel vorkommt. Die Mondsichel, also das hier, sind diese zwei Farben, also die 168,
Das ist das Äußere. Und dann noch die 3072 hier in der Mitte. Also die beiden machen die Mondsichel. Wahrscheinlich aber, wenn der Rest so super dunkel ist, dann winkt das schon genug raus. Also, ich bin nicht super enttäuscht, nicht falsch verstehen. Ich hätte es erwartet, weil damit Adlab das momentan irgendwie macht, überall. Und hier nicht. Also, wenn nicht so auf AB steht und Fairy Dust Diamond und Bling da und Bling dort, sondern ganz gediegen Basic painten möchte, ist hier absolut richtig. Und dann auch mit nur 29 Farben ganz entspannt. Und dieses Gesicht-Rendering ist nicht von dieser Welt. Wow. Wow. Also von mir Daumen hoch. Ich fasse für dich nochmal zusammen. Das hier ist Astralsabbat von der Künstlerin Ines Guevara. Erscheint morgen am 18. November 2023 bei Diamond Art Club um 18 Uhr für Diamond Ruby Members, 18:30 Uhr für alle anderen. Es ist 55,8 mal 92 cm groß oder klein, hat eckige Steinchen und 29 Farben, darunter ein Aurora Borealis Steinchen. Für dieses Rendering. Absolut. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über Daumen nach oben. Schreib mir mal in die Kommentare, ja, bist du Seite Dark Fantasy oder sagst du, es geht überhaupt gar nicht? Ist nicht meins? Oder sagst du, was ja auch viele sind, ich finde es cool, ich würde es mir aber niemals aufhängen oder painten wollen. Auch da gibt es ja einige. Ich freue mich natürlich auch zu hören, was so auf deiner Wunschliste und in deinem Auge gesprungen ist diese Woche bei den New Releases. Das kannst du ja alles bei Instagram und Facebook, kannst du sie alle sehen, die erscheinen. Und es gibt auch immer eine Playliste mit allen Sneaks, wo du dann gucken kannst, was die Kolleginnen so haben und dir da das Bild auch nochmal ganz genau angucken kannst, bevor du dich dafür entscheidest, ob du es kaufen möchtest. Ne? Man kostet eine Menge Geld, der Spaß. Also, ist es aber auch wert. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du es sehr, sehr gerne kostenlos hier nachholen und gerne auch das Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video hier alsbald wiedersehen. Und bis dahin, passt so gut auf dich auf, bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann. See ya!